Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Heute wieder die Beantwortung einer Zuschauerfrage. Was nehmen wir denn heute? Hier, die habe ich noch gar nicht durchgelesen. Es geht um Rieselfilter. Hallo Herr Kammerer, zum Bestücken des Rieselfilters habe ich Tests gemacht. Mit Japanmatten 14er Helix, 17er Helix. Ergebnis: Japanmatten und 17er Helix waren in der Verrieselung nicht gut. Erst eine 10 cm Schicht 14er Helix hat 14er Helix hat zu einer sehr guten Verteilung geführt. Um eine noch bessere Verteilung zu erzielen, wäre da Spritzwasser gut. Das mit einem gewissen Abstand zwischen Rieselwanne und Medium entstehen könnte bzw. sollte. Der Rieselfilter läuft per Schwerkraft. Ja, ich verstehe es jetzt nicht ganz. Der Rieselfilter läuft per Schwerkraft. Die Rieselfilter laufen eigentlich alle per Schwerkraft. Ich pumpe zwar das Wasser oben rein, aber die Schwerkraft sorgt dann dafür, dass sich das Wasser gleichmäßig verteilt. Ja, das Rieselfiltermaterial spielt natürlich eine große Rolle. Was packe ich da rein? Allerdings muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir hier schon Versuche gemacht haben, es ist wirklich nicht so ganz entscheidend. Wichtig ist, dass man oben versucht, über den gesamten Querschnitt des Rieselfilters das Wasser einigermaßen vernünftig zu verteilen. Wir haben diese Genesis-Verrieslerplatten. Ja, das sind ganz viele, viele Löcher drin. Haben Sie sicherlich irgendwo in dem Blog schon mal gesehen, entweder bei uns oder bei Kunden von Genesis, wo wir Blogs gemacht haben. Und das funktioniert eigentlich recht gut. Jetzt muss ich sagen, es gibt natürlich große Unterschiede. Wenn ich das ganz kleine Helix nehme, dann kann es passieren, aber das ist jetzt nicht im Rieselbereich, sondern im gefluteten Teil, dass das richtig zuwächst und dass durch das Zuwachsen dann der Druckverlust im Rieselfilter zunimmt und irgendwann die Stauhöhe, die der Filter braucht, um wieder entsprechend das Wasser ins Becken zurückzuleiten, die nimmt dann zu. Also sprich, der Filter verstopft ganz langsam. Und ansonsten muss ich sagen, im Rieselbereich ist man häufig besser damit aufgehoben, wenn man die etwas größeren Rieseldinger nimmt. Allerdings, und das muss man auch ganz ehrlich sagen, so wie es verrieselt wird, das alleine ist nicht der ausschlaggebende Faktor, der nachher über die Leistungsfähigkeit eines Rieselfilters entscheidet. Man muss überlegen, wir haben natürlich zwei Disziplinen im Rieselfilter. Einmal wollen wir einen Gasaustausch, sprich alle Gase, die übersättigt sind, wie Stickstoff oder auch CO2 oder mitunter tagsüber auch mal Sauerstoff, dass diese Gase rausgehen, dass der Gesamtgasdruck im Becken nicht zu hoch wird. Und wenn nachts es zu einer Untersättigung mancher Gase kommt, dass die Gase einfach wieder rein können. Also wir sorgen mit einem Rieselfilter einfach für eine Vergrößerung unserer Wasseroberfläche, weil wir unser Wasservolumen in ganz viele Tropfen oder Spuren verteilen und dann nimmt die Gesamtoberfläche zu und somit ist der Gasaustausch leichter zu bewerkstelligen. Bei der Belüftung ist es genau umgekehrt. Da vergrößern wir nicht die Wasseroberfläche, indem wir das Wasser verteilen, sondern wir tragen Luftblasen ins Wasser ein und jetzt müssen Sie sich einfach die äußere Mantel, nicht Mantel, die Kreisoberfläche betrachten. Das sind ja unsere Luftperlen, die wir ins Wasser eintragen und das sorgt dann auch für eine Vergrößerung der Oberfläche. Plus, ich habe da natürlich noch einen Druck in einer gewissen Wassertiefe und das ist im Prinzip das System umgekehrt, aber in beiden Fällen geht es darum, dass meine Teichoberfläche nachher nicht mehr 10 Quadratmeter ist, sondern wegen mir 20 oder 30 Quadratmeter. Und so kann ich dann ermöglichen, dass mehr Fische, was den Sauerstoff angeht oder den Gashaushalt, dass mehr Fische auf einem gewissen Wasservolumen leben können, wie das eigentlich in der Natur nach den natürlichen biologischen und wasserchemischen Prozessen möglich wäre. So, also, was ich aber sagen wollte, ob du jetzt in der Mitte im oberen Teil deines Rieselfilters erstmal viel hast und seitlich weniger oder gleich von oben das Wasser gleichmäßig verteilt hast, das spielt nicht die entscheidende Rolle. Dann hast du halt vielleicht am Anfang, wenn du es nicht gleichmäßig verteilt hast, hättest du im äußeren Bereich fließt das Wasser etwas langsamer, ja, und ich habe eine größere Oberfläche wie in der Mitte und wenn ich gleichmäßiger verteilt habe, habe ich es überall zwar gleich, aber würde man das jetzt wirklich untersuchen? Ich weiß nicht, ob der Unterschied so riesengroß wäre, auch vom Ammonium- und Nitritabbau, wobei in Rieselfiltern der Ammoniumabbau eigentlich sehr stark ist, sondern Nitritabbau ist im gefluteten Teil besser. Also das müsste man dann wirklich untersuchen. Wo sind die Optimalpunkte für den Gasaustausch? Wo sind die Optimalpunkte für die Nitrifikation? Und da wird man merken, auch da gibt es wahrscheinlich im einen Bereich keine Unterschiede, im anderen Bereich gibt es vielleicht etwas Unterschiede. Aber allein den Rieselfilter nur danach zu betrachten, wie gleichmäßig er durchströmt, denke ich, das vernachlässigt die beiden anderen Bereiche etwas
zu sehr. Das zu untersuchen ist übrigens ultra, ultra, ultra kompliziert. Wir können es unten irgendwann mal an unserer Testanlage, wir sind immer noch am Arbeiten, am Machen, am Aufbauen, weil die Ergebnisse, die wir Ihnen dann liefern wollen, die müssen auch hieb- und stichfest sein, müssen für Sie auch reproduzierbar sein. Aber man könnte das einfach mal ausprobieren, dass wenn wir den größten Teil des Wassers nur in einem Bereich einleiten, im anderen weniger, ob es dann, was pH-Wert, Sauerstoff, aber auch Ammonium und Nitrit angeht, ob es da Veränderungen im System gibt. Aber auch da muss man wissen, diese Prozesse der Veränderung sind in so Keuteichanlagen oder allgemein in wasserbiologischen Systemen, wasserchemischen Systemen, das ist alles sehr, sehr, sehr langwierig. Und da kann man auch nicht sagen, dass, wenn man innerhalb von 2 Wochen keine Veränderungen gesehen hat, ob es nicht dann nach 3, 4 oder 5 Wochen oder auch nach Monaten diesbezüglich zu einer Veränderung kommen könnte. Und das ist die erste wirklich große Erkenntnis, die wir getroffen haben mit den Anlagen. Manche Veränderungen kann man von heute auf morgen verändern, auch hochinteressant. Und andere Prozesse wiederum sind ganz langsam und ganz schleichend so, dass sie in einer Kurzzeitbetrachtung nicht erfasst werden können. Vielen Dank für deine Frage. Ronald, mach's gut und weiterhin viel Erfolg beim Keuhobby. Ciao.